das Thema Circular Economy, wir übersetzen es ja immer mit zirkuläre Wertschöpfung, weil es ja etwas mehr ist als nur die Kreislaufwirtschaft. Und da ich anfange, habe ich mir das Thema hier gewählt, Herausforderungen, Perspektiven für Forschung und Praxis. Also meine Damen und Herren, Sie wissen aber auch, eine Viertelstunde ist ja eigentlich nicht das Format des Hochschullehrers, aber ich probiere es jetzt mal und wenn es die eine oder andere Minute länger wird, dann ist es hoffentlich nicht so tragisch. So, worüber möchte ich reden? Ich habe Ihnen drei Punkte mitgebracht. Man muss bei dem Thema Circular Economy zweifelsohne auch nochmal über die globalen Herausforderungen reden. Und dann werde ich Ihnen einige prinzipielle Lösungsansätze darstellen und Herr Rormus wird sicherlich gleich das mit konkreten Lösungsansätzen ergänzen. Und dann möchte ich noch mal einen Ausblick wagen in die nachhaltige Industriegesellschaft, wie sie denn zukünftig aussehen könnte. So, zunächst also die globalen Herausforderungen. Und ich habe mal ein paar ganz wenige Kurven mitgebracht von Beginn der Industriegesellschaft bis heute, also so von 1850 bis 2020. Die Weltbevölkerung ist natürlich sehr stark angestiegen. Im gleichen Maße ist weltweit das Bruttosozialprodukt gestiegen. Das gab es früher auch schon, aber da gibt es nicht so arg belastbare Zahlen. Das sind zwei ganz wichtige Treiber. So, damit verbunden ist natürlich, dass im gleichen Maße die Rohstoffentnahmen gestiegen sind, also die Erze, die Mineralien, die wir aus dem Boden entnehmen und dann alle nutzen. Gleichermaßen ist der Verbrauch fossiler Rohstoffe gestiegen. Da darf man auch wirklich von Verbrauch reden, denn Kohle, Öl und Gas werden ja wirklich verbraucht und in CO2 umgesetzt, während die Rohstoffe an sich ja nicht verbraucht werden, sondern nur genutzt werden und manchmal nur an Orten verschwinden, wo wir sie nicht wiederfinden. Und als letzte globale Herausforderung, zumindest in dieser Kurvenschale, der Anstieg der CO2-Konzentration. Und es ist jetzt kein Zufall, dass diese Kurven alle den gleichen Anstieg haben. Man spricht da ja auch so ein bisschen nett von Hockeyschlägerkurven. Und das muss man einfach mal ganz nüchtern sich anschauen. Denn Umweltschutz, so im heutigen Verständnis, betreiben wir eigentlich schon seit 1972, seit dem ersten Bericht an den Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, also fast 50 Jahre her. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist schon 35 Jahre alt. Der Brundtland-Bericht kam 1987 heraus. Und selbst die erste Klimaschutzkonferenz 1992 in Berlin, das ist auch schon fast 30 Jahre her. Und jetzt könnte man sich als Ingenieur erstmal schlichtweg fragen, was haben wir denn eigentlich geschafft in der Zeit? Denn wir wollten ja eigentlich, dass Bevölkerungsentwicklung und Anstieg des Bruttosozialproduktes von Rohstoffentnahmen, Verbrauch fossiler Rohstoffe und den Treibhausgasemissionen entkoppelt wird. Das muss man sagen, ist uns noch nicht gelungen. Und es wäre natürlich jetzt müßig, darüber nachzudenken, wie sähe es denn aus, wenn wir nicht in den letzten 50 Jahren zumindest Anstrengungen unternommen hätten, das zu dämpfen. Wenn man das aber weltweit sich mal anschaut, dann wissen Sie alle, in China, in Indien, in vielen Ländern, überhaupt im asiatischen Raum, sind wir von der Entkopplung noch weit entfernt und alle diese Indikatoren steigen dort stark an. Ich möchte jetzt noch einen Indikator herausgreifen, der jetzt für unsere Herausforderungen in der Circular Economy besonders wichtig ist. Und das ist die Anzahl der Elemente unseres Periodensystems, welches wir nutzen. Da kann die Kurve natürlich nicht unendlich ansteigen, denn wir haben im Periodensystem nur 118 Elemente. Wir haben es aber immerhin geschafft, in Zeiten der Industrialisierung mittlerweile alle Elemente, und das sind mehr als 80 Elemente, die man technisch nutzen kann, auch in die Nutzung zu bringen. Die restlichen Elemente bis zu den 118, das sind im Wesentlichen Radionuklide, die man nach heutigem Stand technisch nicht nutzen kann. Wenn Sie sich aber jetzt vorstellen, und ich bringe mal so ein Bild, wie diese Elemente alle aussehen, dann kennen wir natürlich alle Eisen, Chrom, Kupfer, Platin, die sind natürlich schon seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten, teilweise Jahrtausende im Einsatz. Wenn sich aber mal ein paar ausgewählte Elemente, ich hätte auch alle 80 hier aufführen können, dann hätten Sie die aber nicht mehr erkennen können. Lithium jetzt in den Akkumulatoren oder Neodym in den Magneten der Windkraftanlagen, Indium in den Bildschirmen, Dysprosium wird auch in den Magneten eingesetzt. Und wenn ich diesen Vortrag vor 25 Jahren gehalten hätte,
dann hätten viele dieser Elemente selbst bei den Chemikern keine Reaktion ausgelöst, weil das eigentlich alles Elemente sind, die wir eigentlich erst in den letzten 20, 30 Jahren in die Nutzung gebracht haben. Wenn Sie sich aber jetzt vorstellen, was wir in der Abfallwirtschaft, in der Kreislaufwirtschaft so klassischerweise diskutieren, dann reden wir immer noch sehr viel über Glas, über Papier, über Pappe, über Kunststoffe, über Kompost und relativ selten über diese Elemente. Und wir müssen natürlich alle diese Elemente in der Circular Economy in den Blick nehmen. Und vorhin ist ja auch schon das Stichwort Digitalisierung gefallen. Ohne diese Elemente wäre die Digitalisierung und die moderne Produktion schlichtweg nicht denkbar. Soweit so gut. Eine weitere Herausforderung ist an der Stelle noch zu nennen und das betrifft das Thema Knappheit und Kritikalität. Und da gibt es üblicherweise so Kriterien wie die Reichweite, das heißt, wie lange können wir diese Elemente noch nutzen? Das sind manchmal ein paar Jahrzehnte, manchmal auch ein paar Jahrhunderte. Dann gibt es die regionale Konzentration, die können wir nicht beeinflussen, dass die Evolution oder der liebe Gott viele Elemente in die chinesische Erde gelegt haben, ist zwar interessant, aber nützt uns wenig. Die unternehmerische Konzentration, daran könnten wir schon arbeiten. Und wo wir auch dran arbeiten können, insbesondere in Europa und auch in Deutschland, wir könnten uns bemühen, Elemente, die selten, knapp und teuer sind, durch andere Elemente zu substituieren. Und ich habe hier nur mal so ein paar einfache Beispiele mitgebracht jetzt. Platin-Gruppenelemente, sie haben zwar noch eine Reichweite von über 160 Jahren, sind aber im Wesentlichen in der Hand von drei Ländern und im Wesentlichen in der Hand von wenigen Unternehmen. Und sie können derzeit nicht substituiert werden. Beim Lithium sieht es ein bisschen anders aus. Und solche Tabellen, die erstellt zum Beispiel die Deutsche Rohstoffagentur, ständig, die könnte man jetzt für alle Elemente des Periodensystems aufstellen und sie würden bei fast allen Technologieelementen leider immer feststellen, sie werden in Deutschland nicht abgebaut, sie werden vielfach auch in Europa nicht abgebaut und sind in der Regel in der Hand von drei großen Konzernen, die ebenfalls nicht in Europa sitzen. Also das sind sicherlich alles genügend Herausforderungen für unsere Wirtschaft, um auf dem Weg zur Nachhaltigkeit voranzukommen. Ich will zum Schluss noch kurz zwei Herausforderungen nennen, die ganz grundsätzlicher Art sind, mit denen man sich aber auch beschäftigen muss. Denn wir haben einerseits bei vielen Metallen das Phänomen der Dissipation. Das heißt, viele dieser Technologieelemente gehen verloren durch Miniaturisierung, weil sie in Produkten so eingebaut sind, dass man sie nicht zurückgewinnen kann, auch weil unsere Sortier- und Sammelsysteme ungenügend sind. Und da ja alle diese Elemente, die ich Ihnen gerade genannt habe, ja endlich sind und die Menge begrenzt ist, die in der Erde vorkommt, müssen wir also auch an der Dissipation arbeiten oder an dem Verhindern der Dissipation. Das geht auch durch Verschleißschutz, das geht durch bessere Demontage. Darauf werde ich ja noch zu sprechen kommen. Und ein zweiter Effekt, den ich an dieser Stelle benennen will, das ist ein ganz grundsätzlicher Effekt unseres Wirtschaftssystems, das ist der Rebound-Effekt. Und für Ingenieure ist das besonders ärgerlich, denn alles das, was wir an Effizienzsteigerung im Energiebereich, im Rohstoffbereich, im Bereich der Digitalisierung auf den Weg gebracht haben, wird eigentlich weltweit durch Mehrverbrauch wieder überkompensiert. Das heißt, alle unsere Fortschritte werden dort zunichte gemacht. Und das ist in der Tat ein Problem, was schwer zu lösen ist. Und solange wir uns natürlich Wirtschaftswachstum auf die Fahnen geschrieben haben, und das haben ja weitestgehend alle Länder der Welt, werden wir sicherlich auch mit diesem Rebound-Effekt leben müssen. So, da wir aber ja, glaube ich, in diesem Panel hier vielfach ja doch Ingenieure sind, und Herr Mayer hat ja schon erwähnt, dass mich der VDI so ein bisschen als Bannerträger vorweggeschickt hat, was ich ja auch gerne mache. Und es hätte im letzten Jahr noch ganz viele VDI-Veranstaltungen gegeben, auf denen ich hätte vortragen können, wenn uns nicht Corona dazwischen gekommen ist. Wir sind Ingenieure, sind Naturwissenschaftler und wollen nicht nur die Herausforderung zur Kenntnis nehmen, sondern wir wollen natürlich Lösungen anbieten und Lösungen auch in die Praxis überführen. Und im Hinblick auf die Zeit habe ich einfach mal eine Grafik hier mitgebracht, was so den prinzipiellen Produktlebenszyklus mal aufzeigt.
Und es ist im Grunde genommen ein idealer Kreis, also so, als hätten wir schon die ideale Circular Economy. Und da könnten Sie an jeder beliebigen Stelle anfangen. Ich fange vielleicht einfach mal in der Produktion oder in der Konzeption an. Wenn es uns nicht gelingt, ist es auch schon ein sehr altes Bekenntnis, wirklich recyclinggerecht zu konstruieren, wenn es uns nicht gelingt, alle Bauteile zu kennzeichnen, die Werkstoffe zu identifizieren und so weiter, dann wird es uns am Ende auch nicht gelingen, die ganzen Gegenstände, sei es ein Staubsauger oder auch ein Auto, zu zerlegen und die Rohstoffe wieder zurückzuführen. Das ist jetzt nicht nur eine technische Frage, sondern es gäbe auch eine ganze Reihe Elemente, die jetzt eher mit unserem Verhalten zu tun haben. Ich habe hier das Stichwort Leasing und Sharing auch mal hingeschrieben. Stellen Sie sich mal idealerweise vor, die Automobilfirmen dürften ihre Autos nicht mehr verkaufen, sondern sie dürften sie nur noch verleasen. Da bin ich sicher, dass Autos anders konstruiert würden, denn dann wüssten ja die Automobilunternehmer alle, die Autos, die sie verkaufen, werden früher oder später wieder bei ihnen auf dem Hof anlanden und dann hätte man selber Interesse, sie zu zerlegen und der Montage gerecht zu konstruieren. Das könnte man jetzt für viele Gegenstände des technischen Lebens hier durchführen. Es ist hier ja nur exemplarisch gemeint. Und natürlich, ich hatte das erwähnt, brauchen wir Sammlungsanlagen, Aufbereitungsanlagen und Demontageanlagen, die es letztendlich ermöglichen, dass wir alle die 80 Elemente, die wir im Periodensystem mittlerweile nutzen, auch in die Wirtschaftskreisläufe zurückführen. Jetzt ist das so ein Bild, das hätte in ähnlicher Form Professor Beitz in Berlin, glaube ich, vor 30, 40 Jahren auch schon auflegen können. So lange gibt es nämlich das Schlagwort und das Stichwort recyclinggerechtes Konstruieren schon. Wenn Sie sich aber viele Gegenstände, die Sie so kaufen können, anschauen, dann sind die da noch weit von entfernt. Und dazu möchte ich gleich auch ein paar Vorschläge unterbreiten. Das eine nochmal ganz kurz zurück, wie weit sind wir denn mit den Recyclingraten von beispielsweise Metallen? Und das ist mal eine Grafik, die hat die UN mal vor ein paar Jahren erstellt. Und dann sehen Sie, dass bei so Metallen wie Chrom und Eisen und Kobalt, Nickel, Kupfer, den großen Blockbuster-Metallen, da haben wir in der Tat schon Recyclingraten von über 50%. Aber dieses Periodensystem ist doch dominiert von roten Kästchen. Und Sie sehen zwar schon in den unteren Linien die ganzen seltenen Erden. Und da haben wir weltweit Recyclingraten von 1%. Und ich glaube, das ist die spannende Aufgabe jetzt für die Zukunft, dass wir Staubsauger, Elektronik, Automobile, große Industrieanlagen, die müssen alle demontagegerecht konstruiert werden, sodass wir, wenn wir vielleicht in 20 Jahren uns wieder treffen würden, alle diese roten Felder dann zumindest blau sind und wir dort Recyclingraten von über 50% erzielt haben. So, jetzt haben wir vielleicht sehr stark so den Blick jetzt noch auf Deutschland gerichtet und ich habe mal noch eine Grafik mitgebracht, wie es denn aussieht mit der Behandlung kommunaler Siedlungsabfälle mal als Beispiel in Europa. Und da ist man doch ein wenig erschreckt, denn wenn Sie in diese Grafik mal ganz nach links gehen, dann sehen Sie die Schweiz und dann sehen Sie Deutschland und Niederlande und Schweden und dort sehen Sie, dass wir von den kommunalen Siedlungsabfällen einen großen Teil verbrennen, einen großen Teil recyceln, ein Teil wird biologisch behandelt. Aber in all diesen Ländern ist die Deponierung von unvorbehandelten Siedlungsabfällen verboten und praktisch auf null heruntergefahren. Aber wenn Sie jetzt mal nach rechts schauen, und dann sehen Sie doch im Wesentlichen osteuropäische Länder, und die haben bisweilen ein ganz einfaches Kreislaufwirtschaftsmodell. Das ist nämlich die Deponierung. Jetzt könnte man etwas scherzhaft sagen, dann sind die Stoffe ja wenigstens nicht weg und man könnte sie ja vielleicht durch Urban Mining auch bergen. Aber das ist eine Frage der europäischen Gesetzgebung. Und wir waren alle, die wir da politikberatend tätig waren, doch irritiert, dass es in vielen europäischen Ländern noch Übergangsfristen bis 2040 gibt. Und das darf aus mehreren Gründen eigentlich nicht geschehen. Zum einen, weil natürlich deponierter Hausmüll einen maßgeblichen Beitrag auch zu den Treibhausgasemissionen auslöst. Und zum anderen muss man sagen, jede Tonne Material, jede Tonne Metall, die nicht recycelt wird,
kann auch keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten, denn wir wissen natürlich, dass eine Tonne Recyclingstahl, eine Tonne Recyclingkupfer, eine Tonne Recyclingbaustoff natürlich sehr viel klimagünstiger herzustellen ist, als wenn man auf Primärmaterialien setzt. So, jetzt wird man sich ja fragen, wenn wir das alles schon wissen, warum ändert sich denn eigentlich so wenig? Denn wenn Sie die Recyclingquoten mal, ich habe jetzt die Folie nicht mitgebracht, der letzten 30 Jahre verfolgen für viele Materialien, dann werden Sie feststellen, dass wir die in den letzten 30 Jahren kaum haben steigern können, obwohl wir uns ja als Recycling-Weltmeister sehen. Und wir haben mal eine Idee uns ausgedacht, und zwar wir, das ist die Ressourcenkommission des Umweltbundesamtes, die ich seit einigen Jahren leite und die jetzt demnächst wieder in die dritte Legislaturperiode geht. Und wir haben dort mal einen realistischen Erfolgsmaßstab erfunden, das ist die sogenannte Substitutionsquote. Sie könnten die auch Rezyklateinsatzquote nennen. Und das soll heißen, wir sollen eigentlich nicht Recyclingquoten festlegen. Das heißt, was geht jetzt aus dem Abfallwirtschaftssystem in die Recyclinganlagen herein und wie viel wird davon recycelt? Sondern eigentlich haben wir vorgeschlagen, festzulegen, wie viel von den Primärmaterialien, die in einem Staubsauger, einem Auto oder einem Handy verbaut werden, werden denn durch Recyclingmaterialien substituiert. Und das wäre ja eigentlich die relevante Größe. Und da muss man mit Erschrecken feststellen, dass über alle Materialien gemittelt diese Substitutionsquote bei 12% liegt. Das heißt, in all diesen Gegenständen, Staubsauger, Auto, Smartphone, was auch immer, sind 88% oder fast 90% der Rohstoffe nach wie vor Primärmaterialien und nur ganz wenige Prozente sind Sekundärrohstoffe oder Recyclingrohstoffe. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, dass die Bundesregierung oder auch die Europäische Union Substitutionsquoten festlegen soll. Und wenn diese Substitutionsquote im Laufe der Jahrzehnte von 12 auf 20, auf 30, auf 40% steigen würde, dann würde das aus unserer Sicht automatisch dazu führen, dass demontagegerecht konstruiert würde, dass besser gesammelt wird, dass besser sortiert wird, dass mehr Materialien in die Wirtschaftskreisläufe zurückgeführt wird, dass wahrscheinlich sogar dafür gesorgt wird, dass nicht so viele Materialien in ferne Länder abfließen, weil ja dann die produzierende Wirtschaft weiß, wir brauchen diese Materialien in unseren Produkten, sonst können wir diese Substitutionsquote nicht erfüllen. Und ich kann Ihnen sagen, auch in einigen Arbeitskreisen beim VDI hat diese Forderung erstmal, ich will sagen, Kopfschütteln ausgelöst. Aber mittlerweile ist es in der Metallurgie, in der Kunststoffindustrie, in der Verpackungsindustrie hat man mittlerweile erkannt, wenn man nicht vorne am Beginn der Wertschöpfungskette Grenzwerte oder Substitutionsquoten festlegt, sondern immer nur am Ende der abfallwirtschaftlichen Kette, dann wird sich auf lange Sicht nichts ändern. Und auch das Umweltministerium, auch das Wirtschaftsministerium sind jetzt sehr daran interessiert, solche Substitutionsquoten zu betrachten. Und das wäre dann im Grunde ein Generalsteuerungsinstrument, wie die Wirtschaft das dann schafft, die Substitutionsquote zu erfüllen. Das soll ja wieder der Marktwirtschaft überlassen sein. Aber ich glaube, nur wenn wir vorne bei den Produkten ansetzen und dort mehr Recycling-Rohstoffe einsetzen, nur so können wir zu einer Circular Economy kommen. So, ich komme dann auch schon zu meinen letzten beiden Folien. Ich hatte ja gesagt, ich möchte auch noch einen Ausblick in die nachhaltige Industriegesellschaft wagen. Jetzt sagen ja manche, wir leben doch eigentlich in der Wissensgesellschaft, in der Digitalgesellschaft, in der Dienstleistungsgesellschaft. Das ist alles auch richtig, aber unsere Wissens-, Dienstleistungs- und Digitalgesellschaft basiert aber letztendlich auf Produktion. Und wenn wir Autos herstellen, wenn wir Handys herstellen, wenn wir Staubsauger herstellen, wenn wir Häuser herstellen, dann geht das heute eigentlich nur durch industrielle Produktion. Und wir können, glaube ich, zeigen, dass eine Industriegesellschaft die stabilste Gesellschaft ist. Und wir wollen in Deutschland Industriegesellschaft bleiben. Wir wollen sie sogar ausbauen. Aber unsere jetzige Industriegesellschaft darf man mit Recht eigentlich noch als fossile Industriegesellschaft bezeichnen. Und zwar im doppeldeutigen Sinne. Zum einen, weil sie doch zumindest auf ganz Europa bezogen, im Wesentlichen noch von Kohle, Öl und Gas in der Energieversorgung lebt
und fossil auch, weil viele Strukturen vielleicht auch überkommen sind, von denen wir uns dann lösen müssen. Und das, was wir ja eigentlich erreichen wollen, wir wollen, dass selbst wenn die Bevölkerung weltweit wächst, selbst wenn die Wirtschaft wächst, dass dann der Verbrauch und der Gebrauch an Metallen, fossilen Rohstoffen und auch die CO2-Konzentration zurückgehen. Und einfach deswegen, denn wir leben in und auf einer Erde und dort haben wir planetare Grenzen. Das ist ja das Stichwort. Das heißt, unsere Rohstoffe sind endlich, die Atmosphäre für die Aufnahme von Treibhausgasemissionen ist endlich. Und wenn die Wirtschaft wächst, wenn die Bevölkerung wächst, aber die Erde nicht wächst, dann müssen wir diese Entkopplung hinbekommen. Und zwei Wege, wie wir diese Entkopplung hinbekommen können, ist zum einen die Energiewende. Da können wir uns natürlich weltweit völlig unabhängig machen von fossilen Rohstoffen, also Kohle, Öl und Gas. Und das kann auch gelingen, zu 100% regenerativ zu werden. Auf der anderen Seite brauchen wir auch, und das ist vielleicht noch nicht allgemein gut, eine Rohstoffwende oder eine Ressourcenwende. Und da habe ich jetzt mal maximales Recycling hingeschrieben. Ich hatte auch immer mal 100% Recycling hingeschrieben. Aber uns ist ja klar, dass das aus thermodynamischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist. Aber eins ist auch klar, wenn wir die Energiewende erfolgreich gestalten wollen, dann brauchen wir ja Millionen von Photovoltaikanlagen, von Windkraftanlagen. Wir brauchen die Netze, wir brauchen die Speicher, wir brauchen die IKT-Infrastruktur. Und dafür brauchen wir überall auch diese 80 Elemente des Periodensystems. Und deswegen meinen wir, eine nachhaltige Industriegesellschaft braucht die Energiewende und braucht die Rohstoffwende. Und wenn wir hier in Deutschland die Infrastrukturen, die Dienstleistungen, die Lebensstile, die Technologien dafür entwickeln, dann wird mir nicht bange, dass wir zum einen zu einer nachhaltigen Industriegesellschaft werden können und dass wir dann diese hier erarbeiteten Infrastrukturen, Technologien und Dienstleistungen auch in aller Welt verkaufen können. Denn zeitversetzt wird man in der ganzen Welt ja auch auf Energiewende und Rohstoffwende setzen. Wenn Sie dazu noch mehr erfahren wollen, es gibt eine ganze Reihe Publikationen davon, gehen Sie mal auf unsere Homepage. Wir haben sogar eine eigene Zeitschrift jetzt mit dem Springer Verlag auf den Weg gebracht. Nachhaltige Industrie, ein Heft ist davon auch der Circular Economy gewidmet. So, und jetzt will ich mit der Schlussfolie kommen. Und da wir ja online sind, wollte ich Ihnen dann doch wenigstens noch einen virtuellen Blick auf Bielefeld gönnen. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen in den 20 Minuten doch einiges über die Herausforderungen und Perspektiven der Circular Economy darlegen. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Faulstich. Das war ein toller Überblick. Ich habe selber noch selten so treffende Folien gesehen. Die sind wirklich klasse. Zeigen die Relevanz, die es global hat, das ganze Thema des zirkulären Wirtschaftens. Und Sie haben auch schon angesprochen, dass es im Grunde mehr ist als jetzt eine Kreislaufwirtschaft, also Abfallwirtschaft, so wird das manchmal in Deutschland verstanden. Ja, ich versuche Ihnen in den nächsten 15 Minuten kurz und knapp da einen Überblick zu geben, wie wir als, sag ich mal, Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen das Thema angehen. Schüco, für alle, die es nicht so genau wissen, ist schlussendlich ein Systemhaus, man kann auch sagen ein Großhändler, der für die Bauwirtschaft Fassaden- und Fenstersystemlösungen anbietet. Man muss immer wissen, Schüco selber produziert nichts, sondern wir sind eine große Entwicklungsabteilung und verkaufen Lego-Baukästen, die dann irgendein Metallbauer zusammenfertigt zu einem Fenster oder einem Fassadenelement. Okay, und dann muss ich nur schauen, was ich hier sah. Angesprochen, ich gehe auf zwei, drei Rahmenbedingungen ein, die durchaus auch erwähnenswert sind. Angesprochen wurde von Ihnen, Herr Mayer, schon das Thema des European Green Deals. Darin gibt es einen expliziten, und das ist einer der zentralen Themen, dieser Circular Economy Action Plan. Und wenn man den dann runterbricht und auch auf die Sektoren, in den Sektoren schaut, nicht nur Industrie- und Energiewirtschaft, sondern auch Gebäudesektor, dann findet man explizit eben einige Ansätze schon. Sprich, das flankiert all unser Tun. Und hier habe ich Ihnen eine Folie mitgebracht, die den, also das ist Pi mal Daumen, die Zahlen sind nicht super aktuell, aber den Anteil am weltweiten Ressourcenverbrauch des Gebäudesektors illustriert. Und wir sehen,
Das sind zum Teil unglaubliche Zahlen, wo man immer wieder denkt, okay, das ist nach Pareto wahrscheinlich einer der Sektoren, der am meisten Einfluss schlussendlich auch hat auf das, was wir gerade besprechen, Energiewende und Rohstoffwende. Schauen wir uns gerade den mittleren Teil an, CO2-Emissionen und Energieverbrauch. Roundabout 40% davon werden allein durch den Gebäudesektor verursacht. Und knapp die Hälfte der Rohstoffe weltweit wird in Gebäuden verbaut. Das kann man sich sehr einfach vor Augen führen, wenn Sie einfach mal umschauen auf die Einrichtungen und auf das, woraus Ihr Gebäude erstellt ist. Da sind mineralische, metallische, aber auch chemische Rohstoffe drin gebunden. Und dieses hohe, extrem hohe Abfallaufkommen hier rührt daher, dass man im Gebäudesektor auch zu Abfall im Grunde den Aushub einer Baugrube rechnet, der nicht unbedingt gleich wiederverwendet werden kann, weil Baugrund nicht gleich Baugrund ist. Und so. Das heißt, wir haben es hier, ich habe es auch so überklammert, sozusagen mit zwei großen Stoßrichtungen zu tun. Und das ist genau, was Herr Vollstich auch schon sagte. Wenn wir diesen Shift schaffen wollen, dann brauchen wir eine Energiewende, nannten Sie das. Ich nenne es jetzt mal aufs Gebäude bezogen, energieeffiziente Lösungen. Natürlich auch mit erneuerbaren Energien, sage ich mal, hergestellte Rohstoffe und betriebene Gebäude, aber vor allen Dingen eine absolute Senkung auch des Verbrauchs, den wir heute sehen. Und das zweite Thema, fast noch drängender, und ist das der Stoffkreisläufe. In dem Gebäudesektor kann man sagen, dieses Thema der Energieeffizienz, deswegen habe ich es so genannt, ist schon seit Jahrzehnten, sage ich mal, wurde adressiert und wird weiter vorangetrieben durch technische Gebäudeausstatter, also sprich Firmen, die Heizungen herstellen, Kühlanlagen oder Klimaanlagen und so weiter. Ich habe schon in den 80er Jahren das erste Wärmedämmungsverordnung, genau so hieß die damals, was dann sich immer weiterentwickelt hat zur Energieeinsparverordnung und mittlerweile ins Gebäudeenergiegesetz übergegangen ist, jetzt gerade mit in dem letzten Jahr. Das heißt, das ist im Grunde schon ein Thema, jeder am Markt, jeder Akteur, auch Schüco, weiß, wie er damit umgeht, wie energieeffiziente Produkte gestaltet werden, aber Stoffkreisläufe zu gestalten, das ist die Herausforderung nach wie vor. Das stellt uns alle vor große Fragen. Und bevor ich jetzt Ihnen zeige oder ein Praxisbeispiel zeige, wie wir damit umgegangen sind und den Ansatz gefunden haben dafür, möchte ich noch mal ein Wort oder einen Schritt zurück tun und noch mal das, sag mal, größere gemeinsame Bild des Nachhaltigkeitsverständnisses aufspreizen, das die Firma Schüco für sich entwickelt hat. Also quasi unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Denn das betone ich nicht nur in dem Kreis, sondern in jeder Runde, und es laufen gerade sehr viele Gespräche, in Online-Zeiten noch viel mehr als vorher, um das Thema, was macht ihr eigentlich und wie versteht ihr Nachhaltigkeit und wie hoch ist eure Recyclingquote? Und da kommen so Versatzstücke rein, aber am Ende brauchst du ein großes gemeinsames Bild. Wir haben uns gesagt, es geht um 5 Handlungsfelder, Produkt, Umwelt und Lieferkette, die 3 oben, aber genauso soziale Aspekte. Ein Unternehmen wie unseres, wie gesagt, mit so gut wie keiner Produktion, nur einer Großhandelslogistik, da sind die Mitarbeiter das wertvollste Kapital und das Know-how. Und gesellschaftliche Aspekte, das immer vor dem Hintergrund, dass wir als gerade zu dem Thema, so wie wir jetzt hier zusammensitzen, ne, sich nicht einfach nur, sind, sage ich mal, Gremien oder Foren, die man sich als einzelnes Unternehmen nicht erschließen kann. Von daher ist immer die Mitarbeit in Verbänden, Vereinen, Assoziationen wichtig. Und Schüco selber, Herr Mayer hat das gesagt, ist Gründer in einigen eigenen Themen, gerade zur Ressourcenschonung gibt es diese Ressourcenstiftung mit Sitz in Berlin, die sehr stark zusammenarbeitet mit Frau Professor Flamme hier aus Münster, den Lehrstuhl für Abfallwirtschaft dort und vielen anderen Architekten und allen möglichen. Wir sind Mitglied in der 2-Grad-Stiftung, einem Zusammenschluss von mittelständischen, familiengeführten oder inhabergeführten Unternehmen in Deutschland.
die sich eben dafür stark macht, die schlussendlich die Zielsetzungen des Paris Agreement zu setzen. Deswegen Gesellschaft ganz wichtig, aber ich will jetzt mit Ihnen mich beschränken in den wenigen Minuten auf Produkt und auf Umwelt. Das gibt so ein bisschen den Handlungsrahmen, reißt das auf als Beispiel für das, was Unternehmen da konkret tun kann. Fangen wir an mit Produkt. Diesen Paradigmuswechsel hier, Paradigmenwechsel, haben wir nicht nur im Bausektor, den haben wir überall und auch hat der mein Vorredner schon erwähnt. Wir müssen wegkommen von diesem Take-Make-Waste-Verständnis. Nicht nur im Bausektor, sondern ganz generell hin zu einer Wirtschaftsform, die geschlossene Kreisläufe kennt, die Rohstoffe und Halbzeuge in einem technischen Kreislauf hält und die flankiert wird und unterstützt wird, nicht nur durch Recyclingraten, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das muss der erste Anreiz sein, aber dann auch durch Infrastruktur und Technologien, ganz neuen Recycling-Technologien, die wir heute noch gar nicht kennen oder heute noch nicht in der Größenordnung industriell wirtschaftlich sind. Das sind die, sagen wir mal, Dilemmata, an denen man bohren muss. Dazu hat Schüco auch nicht die Lösung, ganz sicher, aber wir haben uns schon vor 5 Jahren auf den Weg gemacht und uns die Frage gestellt, okay, was kann uns speziell jetzt auf dem Weg von links nach rechts, hier, ich gehe nochmal zurück, helfen? Was gibt uns auch eine Transparenz und eine Einschätzung zu dem ganzen Thema? Und dann schließen wir auf dieses Prinzip Cradle to Cradle. Das mag der eine oder andere jetzt schon gehört haben. Es gab auch hier in der Region dazu schon ein Projekt vor vielen Jahren, so als Pilotregion das Thema zu verankern. Und was ist das eigentlich? Das Ganze ist Entwicklungskonzept auf der einen Seite, also Designschule, Designphilosophie, nämlich genau das beschreibend, was Circular Economy eigentlich braucht und will. Und die Aspekte, die hier aufgeführt sind, sind im Grunde die Voraussetzungen für eine Circular Economy. Das sehen wir gleich nochmal genauer, aber es geht darum, dass ich Produkte verwende, die nicht heute schon wissentlich kanzerogen, mutagen, irgendwas sind, schädlich, ja, zumindest, die also irgendwie unbedingt menschliche Natur, dass ich grundsätzlich Modularisierung denke, Reparaturfreundlichkeit, Produkte mit erneuerbarer Energie herstelle und so weiter. Und dabei eben innovativ denke und nicht nur generisch oder iterativ Produkte weiterentwickle, sondern über ganz neue Prinzipien in der Konstruktion nachdenke. Auf der anderen Seite ist Cradle to Cradle aber auch ein Produktzertifikat. Und das hat das für uns als Wirtschaftsakteur interessant gemacht. Und es ist gleichzeitig das Konstrukt, sage ich mal, eines Kreislaufdenkens, was wir bis heute als am weitest ausgereiften erachten, als Bewertung für ein Produkt, ob es denn der Circular Economy entspricht oder nicht. Und diese Möglichkeit, ein Produkt dann auch so auszuzeichnen, ist natürlich für einen Wirtschaftsakteur auch interessant, vor dem Hintergrund, dass man damit ein Stück weit ein eigenes Qualitätsmerkmal und auch ein Alleinstellungsmerkmal sich schaffen kann. Und wenn Nachhaltigkeit noch vor 10 Jahren ein Trend von wenigen eingefleischten Überzeugten war und vor 5 Jahren vielleicht so langsam Fahrt aufnahm, vom Trend hin zum Begeisterungsmerkmal zu werden, so sind wir heute schon so langsam in einem Status, in einer Phase angelangt, wo die Nachhaltigkeit per se nicht mehr in Frage gestellt wird, außer vielleicht von noch so ein paar Querdenkern, aber in der Sache von keinem mehr bestritten ist und jetzt jeder nach Lösungen sucht. Und für ein Industrieunternehmen, deswegen sage ich das oder betone ich das, ist es, man darf das nicht diskreditieren, auch immer ein Marketing-Aspekt, wenn ich einen USP habe, den ich verkaufen kann. Und wenn ich irgendwo mich mit Produktlösungen, die schon weiter sind als Business as usual, also als der Rest am Markt, mich auch irgendwie profilieren kann und dabei Gutes tue. Und so ist es bei uns mit dem Cradle to Cradle im Grunde auch gewesen. Und das Prinzip ist im Grunde schlicht und einfach. Es lehnt sich an die Logik des biologischen Kreislaufes und sagt, dasselbe muss doch im technischen Kreislauf auch möglich sein. Man führt einfach, man betrachtet und ein Fenster, ein Handy, ein Auto, alles, was wir heute schon angesprochen haben,
ist ein technisches Produkt und wird aus irgendwelchen Materialien, die der Erde extrahiert werden, aus Rohstoffen und Ressourcen gewonnen. Und es muss doch möglich sein, sie immer wieder zu verwenden. Dafür brauche ich allerdings eine intelligente Technologie. Aber wenn ich das zu Ende denke, diesen Kreislauf zu Ende denke, dann habe ich, und das steht links, schlussendlich Rohstoffdepots geschaffen. Und wenn wir sagen, und wenn wir uns zurückerinnern an diesen Riesen, die 40% Energie- und Ressourcenverbrauch im Bausektor und sogar über 50% Materialverbrauch und dann Entsorgungsmüll, dann ist eigentlich ein Gebäude von heute das Rohstoffdepot der Zukunft. Vorhin fiel das Wort Urban Mining. Mittlerweile ist es, glaube ich, schon so, dass Großstädte eine höhere Kupferkonzentration haben als die Kupferminen in Afrika. Und das nur als ein Beispiel zu nennen. Ja? Also wir müssen dorthin kommen, dass wir wirklich Gebäude als etwas betrachten, eine Depot, eine Rohstoffdatenbank, von der man sich in der Zukunft bedienen kann. Das geht auch nur, so weit bin ich gar nicht in meinem Vortrag, aber das klang auch schon an, das geht auch nur, wenn ich dazu übergehe, Materialien in Gebäuden zu identifizieren. Wenn ich sie mit Produktpässen identifizierbar mache, nachher für die Spätnachnutzung oder auch für die Entsorgungsphase, um dann genau zu wissen in 30 Jahren, okay, was habe ich hier vor mir? Ist das jetzt irgendwie Beton? Ist das ein Aluminiumprofil? Ist das ein Polyamidsteg? Oder habe ich hier irgendwie eine komplexe Lüftereinheit mit 20 anderen Materialien? Und was mache ich damit? Also C2C legt die Prinzipien fest, die im Grunde Voraussetzungen sind, um Produkte im Kreislauf zu führen. Und wir haben uns dieser, wie gesagt, Philosophie schlussendlich angeschlossen, haben angefangen mit einem ersten Produkt, wollten mal ausprobieren, wie läuft diese Zertifizierung in diesen 5 Kriterien nach dem Zertifikatsschema ab und haben zunehmend das Ganze erweitert, stehen heute schon bei über 50 zertifizierten Systemen. Ich habe das hier gar nicht mehr weiter aktualisiert. Und das Wesentliche für uns war eigentlich, dass wir bei uns in die Lastenhefte für die Entwicklung ein neues Kapitel eingefügt haben, nämlich Nachhaltigkeit, Kreislauffähigkeit. Und die Kernprinzipien dazu, das sind die, die Sie hier unten lesen. Das beginnt bei der richtigen Werkstoffauswahl, Stichwort Substitution. Was ist in seiner Umweltleistung der günstigste Werkstoff, aber hat funktional noch die gleichen Eigenschaften, die wir fürs Produktdesign brauchen? Fragen, die sich der Konstrukteur früher nicht gestellt hat, weil er einfach sich was vom Lieferanten hat empfehlen lassen und alle 5 Jahre steht er auch auf dem Plan und hat eine neue Idee, die generisch weiterentwickelt ist, aber nicht diesen disruptiven Bruch mit sich bringt. Okay, dann geht es natürlich über Verbindungstechniken, um Dinge auch wieder trennbar zu gestalten, reparaturfreundlich und so weiter. Also grundsätzlich ein Design für Wiederbenutzung schaffen. Und ja, es gibt in der, genau, das ist also der Ansatz, ich könnte da noch viel dazu zu sagen, wie das jetzt läuft. Wir sind mittlerweile im 5. Jahr, wie gesagt, dieser Zertifizierung bei uns im Unternehmen, hat jeder den Begriff Cradle to Cradle verstanden. Jeder will auch wissen, wie so ein Produkt zu zertifizieren ist. Den Switch im Kopf der Menschen, dass die wirklich auch in dieser neuen Dimension der Kreislaufwirtschaft denken, den haben wir noch nicht komplett erreicht, da bin ich auch ehrlich. Aber Cradle to Cradle war jetzt wie so ein Zugpferd für alle, um zumindest mal die Prinzipien zu verinnerlichen. Und das ist im Ganzen im Grunde ein Lernprozess, der eine Transformation bedeutet. Nicht nur für den Mitarbeiter, sondern wenn wir jetzt wieder größer denken, für die gesamte Gesellschaft. Es ist ein Transformationsprozess, auch im Bewusstsein der Menschen, wie man mit ihnen umgeht, die einen umgeben. Ein zweites starkes Argument oder eine Stoßrichtung ist unter dem Handlungsfeld Umwelt bei uns im letzten Jahr festgeschrieben worden. Da sind wir jetzt aber auch nicht die Einzigen, aber auch bei uns in der Branche durchaus schon relativ, gibt es noch nicht so viele. Schüco hat sich ein CO2-Emissions- oder Reduktionsziel gegeben.
Wir haben also den Carbon Footprint von unserer Wirtschaftstätigkeit, sage ich mal, erhoben. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Man spricht da von Scope 1, 2 und 3. Scope 1 sind direkte Emissionen, Scope 2 sind zugekaufte Energien und Scope 3 ist im Grunde das, was du an Materialien und an gebundenen Treibhausgasen in den eingekauften Materialien hast, aber auch was in der Nachkette nach dir ein Verarbeiter noch verbraucht, um das finale Endprodukt daraus zu erstellen. Und wir sehen, und das sieht ziemlich ähnlich aus bei vielen Unternehmen, der geringsten Anteil an einer solchen ganzheitlichen Carbon Footprint Betrachtung, ja, also CO2 Fußabdruck Betrachtung, hat die eigene Geschäftstätigkeit. Und das Gros liegt bei uns jetzt im Materialeinkauf. Von den 97% sind 85% durch Materialien bedingt, die wir einkaufen. Allen voran Aluminium und Kunststoffe, die diesen CO2-Eintrag bringen. Und wir haben uns eben ein Ziel gegeben und, sage ich mal, mit einer Initiative, der Science-Based Target Initiative, die so weltweit eine Methode entwickelt hat, wie man im Grunde einen glaubwürdigen und aber auch wirksamen Zielpfad entwickelt. Sprich, wie setzt man auch auf, wie ist die ganze Berechnungslogik in diesem Zielpfad gegeben und angelehnt an ein, sagen wir mal, angespannteres Paris-Ziel, nämlich nicht 2, sondern 1,5 Grad Erderwärmung maximal zuzulassen, müssen wir uns schon bis 2040 jetzt auf dem klimaneutralen Punkt befinden, nicht erst 2050, wie es die Bundesregierung, aber auch ganz Europa plant. Okay, und wenn man sich da jetzt mal trivial einfach die Linie durchzieht, dann bedeutet das bis 2025, das ist der nächste größere Haltepunkt für uns, eine Reduktion bereits um 30%. Wie kann das gelingen? Das kann nur gelingen, wenn ich von diesem roten, aus dem blauen Teil des Kuchens jetzt all die großen, sage ich mal, CO2-Emittenten identifiziere. Das heißt, wir haben alle Lieferanten jetzt genau, wir haben den Startpunkt, wir wissen genau, welcher Lieferant wie viel nach geschätzten Daten CO2-Äquivalenten er im Grunde an Rucksack mitbringt, Carbon Footprint Rucksack, und haben jetzt die Gespräche begonnen mit den Lieferanten, um spezifisch mit jedem Einzelnen zu sagen, okay, diese Kurve ist die von Schüco. Mit dir machen wir jetzt auch eine solche. Wir definieren den Aufsetzpunkt im Jahr 2019, das ist bei uns die Datenbasis, und definieren mit dir Reduktionsmaßnahmen. Und die werden dann natürlich nicht so idealtypisch linear uns helfen, da runterzukommen, sondern das wird vielleicht eine Badewannenkurve werden, weil einer von heute auf morgen auf Grünstromproduktion umstellt und dann schon mal einen riesen Riss gemacht hat und dann langsam die letzten Prozente holt. Oder es ist eher so eine Kurve, wo wir sehr lange noch, und das wird in der Aluminiumindustrie der Fall sein, angewiesen sind auf Technologien, auf Langfristinvestitionen und Technologiesprünge, die heute noch nicht eingeleitet sind in der Industrie, die dann aber irgendwann gegen Ende einen hoffentlich entsprechenden Abschwung darstellen. Herr Ramos, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen, weil ich fürchte, dass einige einen harten Anschlag haben. Jawohl, genau. Also, Stichwort war jetzt einfach nur die beiden großen Aspekte aus dem ganzen Diagramm, das ist auch die letzte Folie, die ich Ihnen vorstellen wollte. Wir haben ein Carbon Footprint Ziel des Unternehmens, das jeder Mitarbeiter begriffen hat, was sehr viel auslöst mittlerweile, sehr viele Nachfragen tätigt. Wir haben begonnen mit kreislauffähigen Konstruktionsprinzipien in der Entwicklung. Man könnte noch viel über die ganzen anderen Aspekte sagen, das will ich jetzt heute aber nicht tun. Ich möchte vielleicht schließen mit diesem Chart hier. Es ist, und da komme ich nochmal zurück auf, was ich sagte, ein Transformationsprozess in der Denkweise, im Bewusstsein der Menschen. Wenn wir bislang in der Take-Make-Waste-Gesellschaft immer versucht haben, das Optimum aus diesem magischen Dreieck hier zu definieren und zu identifizieren, dann kommt jetzt diese vierte Dimension dazu.
das könnte man auch Kreislaufwirtschaft nennen, je nachdem, wie ich es begreifen will. Aber in einem magischen Quadrat verschiebt sich zwangsläufig der gravitätische Schwerpunkt in die Mitte. Das heißt, ich muss eine Bewegung in diese Richtung herbeiführen. Und das geht nur durch die Köpfe der Mitarbeiter. Und das ist ein sehr langwieriger Prozess, das wollte ich auch sagen. Deswegen ist es nie früh genug, damit zu starten, weil sie haben noch alle, jeder, der sich auf den Weg macht, viele Wegstrecken vor sich. Vielen Dank.